Grand Fantasy Tales, extra Kapitel 2, My First Wedding. Die Sonne hing noch tief über der Stadt Myorishu und ihren Bewohnern. Fast jeder lag noch im Bett und träumte vor sich hin. Alle bis auf Haruna und Yuki Ayase, die aufgeregt durch die Stadt wuselten, bei jedem Laden der Stadt anhielten, der bereits geöffnet hatte. Im Haus der Ayase selbst war es noch ruhig. Katsumi lag in ihrem Bett und murmelte etwas vor sich hin, ehe sie ihre Bettdecke höher zog, die immer wieder ein Stück nach unten rutschte. Grummelt Katsumi und ruckte wieder an der Decke. Dann wären meine Füße kalt, maulte Sai und zog ihre Seite. Dann komm her, brummelte Katsumi im Halbschlaf und legte den Arm um Sai, die sich nun an sie kuschelte und ihr einen Kuss gab. Danke. Sai hatte gerade die Augen geschlossen, um wieder einzuschlafen, als die Tür aufflog und Haruna reinstürzte. Guten Morgen, ihr beiden, habt ihr gut geschlafen? Rief sie hibbelig und betrachtete grinsend ihre Tochter und deren Freundin, die vom Donner gerührt kerzengerade im Bett saßen und Haruna anstarrten. Mama, kannst du nicht klopfen? Dafür wurden Türen erfunden. Entschuldige, ich bin nur aufgeregt wegen heute. Wollt ihr mich mit dem Kleid... Nein, wollen wir nicht, wir wollen schlafen, warf Katsumi ein und unterbrach Haruna, die einen Schmollmund zog. Na gut, dann frage ich China. Hastig kuschelte sie hinaus. Tür zu! Rief er Katsumi nach, doch Haruna überhörte dies. Alles muss man selber machen. Sie schloss die Türen zu Sayo an, die ihre Augenlider gesenkt hat und sich genüsslich streckte, ehe sie Katsumi aus ihren süßen, smaragdgrünen Augen heraus ansimpelte. Ist was? Hakte sie nach und lächelte. Ach, nichts. Sie grinste und hopste wieder zu Sayo ins Bett und schmiegte sich an sie. Schlaf gut. Danke, Katsu-chan. Du auch. In der Zwischenzeit hat Haruna ihre Tochter China aus dem Bett gehauen und sie dafür eingespannt, ihr bei der Auswahl des Kleids zu helfen, das sie tragen sollte. Yuki dagegen erledigte dies auf eigene Faust, da sie Sayo und Katsumi allein lassen wollte. Die Stunden vergingen und ein ums andere Mal wiederholte Haruna ihre Aussprüche. Das ist zu hell. Das da ist zu dunkel. Nein, ich sehe zu dick aus. Oh Gott, ich sehe aus wie ein Skelett. Irgendwann platzte China der Kragen. Mama! Ich weiß, dass heute ein besonderer Tag für dich und Mama Yuki ist, aber trotzdem, wir stehen seit geschlagenen 4 Stunden in diesem Laden und kein Kleid gefällt dir. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, suche ich dir jetzt eines raus. Haruna schluckte und begann zu lachen. Okay, ich denke, das ist besser. Ich bin ohnehin so aufgeregt. China seufzte und zog eine Reihe Kleider heraus, die sie ihrer Mutter reichte. Eines von denen, danach habe ich auch keine Lust mehr. Yuki hat inzwischen ein schönes weißes Kleid gekauft und ließ es auf ihre Größe anpassen. Ihr Handy klingelte. Ja? Oh genau! Die Torte, liefern Sie die an? Wie? Ach so, ist bereits fertig? Ja, sehr schön, danke. Oh, natürlich, haben Sie vielen Dank. Sie grinste und hakte eine Liste in ihrer Hand ab, auf der schon unsägliche Häkchen waren. Fehlt nur noch Haruna und die Kinder, soll ja alles perfekt sein. Wenn Haruna und ich heiraten? Nun stand die Sonne bereits hoch am Himmel und schien auf die große Wiese vor dem Haus der Erstehenden, auf dem bereits eifrig die Sitze aufgestellt wurden und die Zäune sowie das... und die Zäune sowie das Haus eine hübsche Dekoration erhielten. Katsumi und Sayo halfen ihrer Mutter in ihr Kleid und richteten ihr die Haare her. Yuki trippelte dauerhaft schmunzelnd mit ihren Füßen auf dem Boden umher und blickte in den Spiegel. Ihr langes türkises Haar hatten Katsumi und Sayo in 2 Strähnen geflochten, die über Yukis Wangen fielen und sie bei jeder Bewegung streichelten. »Sehe ich hübsch aus?« fragte sie unsicher und setzte ihr süßestes Lächeln auf. »Ja!« Du siehst wirklich super aus, Mama. Ich wette, Mama Runa wird es aus den Socken hauen, wenn sie dich sieht. Yuki nickte. Danke, ihr beiden. Ihr seid meine große Hilfe. Auch China hatte Hand an ihre Mutter gelegt und die Bürste geschwungen, sodass Harunas Haar zu einem langen und fließenden, kleegrünen Wasserfall wurde. Eine rote Rose zierte sie über Runas Ohr und ließ sie wie eine junge Prinzessin wirken. Ach, das wär's. Gefällt's dir, Mama? Hakte China neugierig nach und betrachtete ihr Werk. Ja, das sieht großartig aus. Ich kann es kaum erwarten, Yuki zu sehen, wenn die Zeremonie anfängt, giggelte sie hippelig und drückte ihre Tochter kurz. Fein, dann lass uns noch die letzten Vorbereitungen treffen. Ich rufe dich dann, wenn du rauskommen sollst. Furuka und Rizuko hatten sich draußen in eleganten schwarzen Jacketts eingefunden und halfen den Leuten, die alles aufbauten, ein wenig bei ihrer Arbeit. Nun standen die Zeiger der großen Uhr in Myorishu auf 4 Uhr nachmittags. Alles war vorbereitet und wartete nur noch auf die beiden wichtigsten Personen. Einige Leute aus der Umgebung waren gekommen, um der Hochzeit beizuwohnen. Es störte sie nicht, dass die Heiratenden beides Frauen waren, denn sie waren alle beide in der Stadt hoch geschätzt und man gönnte ihnen das Glück, endlich heiraten zu können. Dann endlich. Alles wurde still, als Yuki und Haruna gemeinsam mit Katsumi, Sayo und China ins noch helle Licht der Nachmittagssonne traten. Sayo hatte es sich nicht nehmen lassen, mit ihrer Freundin gemeinsam hinter Yuki herzulaufen und die Schleppe zu tragen, während China die von Haruna alleine tragen musste. Ruka eilte hastig herbei und half grinsend.
Shina knuffte ihn und blickte verlegen zu Boden, weshalb sie fast stolperte. Nun standen Yuki und Haruna vor dem Altar, ohne sich anzusehen. Sie wollten sich erst anblicken, wenn der Pfarrer seinen Segen sprach. Andächtig lauschten alle seiner Rede und dem Spiel der Kirchenmelodie, die von Ritsukos Ocarina unterstrichen wurde. Ich spreche euch hier mit meinen Segen auf dass ihr beiden fortan glücklich bis ans Ende eurer Tage leben dürft. Und auch die euren nicht zu Schaden kommen mögen, sprach der Pfarrer andächtig, woraufhin Yuki und Haruna sich einander zuwandten. Willst du, Yuki Ayase, die hier anwesende Haruna Tsetsuri, zu der dir angetrauten Frau nehmen? Sie lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheiden mag? So antworte nun mit einem Ja. Yuki schluckte einen Moment, ehe sie nickte und den Mund öffnete. Ja, ich will. Yuki nahm einen der Ringe aus dem Etui, in dem ihr Name eingraviert war, und steckte Haruna an den Ringfinger. Der Pfarrer lächelte und wandte sich nun an Haruna, die fast am Umkippen war. Und willst du, Haruna Tsetsuri, die hier anwesende Yuki Ayase, zu der dir angetrauten Frau nehmen? Sie lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheiden mag? So antworte nun mit einem Ja. Haruna nickte entschlossen, öffnete den Mund. Ja, ich will. Auch Haruna nahm nun einen der Ringe, mauchte mit Twi und steckte ihn mit einem Lächeln an Yukis Ringfinger. Nun denn, hiermit erkläre ich sie feierlich zu Frau und Frau. Sie dürfen sich nun küssen. Yuki und Haruna umarmten sich sanft und küssten sich innig, woraufhin alle Gäste zu applaudieren begannen, jubelten und Glückwünsche riefen. Ruka und Ritsuko applaudierten mitunter am lautesten und pfiffen durch die Zähne. Shina hatte sich an Ruka herangeschlichen, ihn umarmt mit seinen Händen mit applaudiert, während ihre Schwester und Sayo sich ebenfalls küssten und fröhlich applaudierten. Als Yuki und Haruna nun vom Altar zum Hochzeitsbogen schritt, versammelten sich ihre Töchter, die Hanami-Geschwister und Ruka vor ihnen, damit sie ein Erinnerungsfoto schießen konnten. Der Fotograf linste hinter seiner Kamera vor und deutete mit seiner Hand eine Linksbewegung an. Etwas mehr hier hinüber. Ah, das war zu weit. Jetzt etwas mehr nach rechts. Stopp, so ist's gut. Er guckte durch seine Kamera und legte die Finger auf den Auslöser. Nun rufen bitte alle My First Wedding. Die sieben lächelten und riefen laut, wie ihnen geheißen. My First Wedding! Der Fotograf drückte auf den Auslöser und grinste zufrieden. Ha, das ist eines der schönsten Fotos, das ich je machen durfte. Auf dem Foto küssten sich Yuki und Haruna, wobei ihre Kleider im Sonnenlicht leicht glitzerten. Shina hatte sich an Rukas Arm gelehnt und kicherte fröhlich. Ritsuko winkte und hatte einen Arm hinterm Kopf verschränkt. Sayo und Kazumi hatten sich ebenfalls aneinander geschmiegt und leicht Wange an Wange geschmust. Somit heiraten Yuki und Haruna, so wie sie sich gewünscht hatten, als sie noch klein waren. Dieses Foto belegte nun für die Ewigkeit, dass es nichts mehr gab, das ihnen ihr Glück, ihre Hoffnungen und ihre Träume mehr nehmen konnten. Grand Fantasy Tales, Extra Kapitel 2. Ende.